Marketing, künstlerische Projekte, Projektentwicklung, Selbstständigkeit, Projektleitung, Schöpferität. Fragen, Antworten. Rauke und Susanne. Der Marktstand. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Selbstermächtigend, impulsgebend. Zeitgemäß und prozessorientiert. Der Podcast für kunstunternehmerisches Risiko. Herzlich willkommen bei Der Marktstand. Wir sind Frauke und Susanne. Und wenn du auf der Bühne stehst, selbstständig, schöpferisch tätig bist, deine Ideen und Anliegen für künstlerische Projekte entwickeln und realisieren möchtest, gibt's einiges zu wissen. Der Marktstand will dir Wissen und Handwerk anbieten. Wir haben ein reiches Sortiment an Themen und Fragestellungen, welches wir bearbeiten und füllen gleichzeitig deinen Bauchladen mit Tools, um deine Vorhaben überhaupt angehen zu können. Wir empfehlen daher, gut zu hören und nachmachen. Wir beide sind Theaterhasin und ja, wir gendern und es bleibt auch so. Wir sind studierte Musikerin und Regisseurin, Kulturmanagerinnen, Aktivistin, Netzwerklerin und wir sind beide solo-selbstständig in der Kulturwirtschaft. Wir sind Expertinnen in Fachbereichen wie Kulturmarketing, Projektentwicklung und oder Projektleitung. Wir kennen viele deiner Fragen und unser großes Netzwerk weiß viele Antworten. Wir freuen uns, dich auf dem Marktstand in den nächsten Wochen und Monaten herumzuführen. Auf geht's! Der Marktstand. Einen wunderschönen guten Tag euch da draußen und auch euch beiden Power Ladies hier im Marktstandstudio. Liebe Frauke, wie immer genieße ich deine Präsenz. Ahoi! Hallo! Und wir gemeinsam freuen uns sehr, Hedwig Fassbender begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Hedwig. Danke, hallo, dass hallo. Du Zeit hast. Danke. Guten Morgen, ihr beiden. Hedwig, nach 35 Jahren internationaler Karriere als Opernsängerin und nach über 20 Jahren im Hochschuldienst als Gesangsprofessorin sowie Dekanin hat dich 2017, wenn ich richtig informiert bin, das Bedürfnis gepackt, aus dieser sicheren Beamtenlaufbahn auszubrechen und wieder selbstbestimmter zu arbeiten. Allein deshalb bist du schon die perfekte Gästin für unseren Podcast. Und seither bist du regelmäßig als Gesangsgastdozentin an den Opernstudios der Opernhäuser Zürich, Frankfurt und Warschau tätig, gibst viele Meisterkurse an anderen Opernhäusern wie dem Bolschoi-Theater, der Opera de Paris, dem Landestheater Detmold, um nur einige zu nennen. Aber du bist eben auch Gründerin deines pädagogischen Herzensprojektes, nämlich dem Exzellenzlabor Gesang. Und dabei handelt es sich um einen hochintensiven Meisterkurs für musikalische Stilistik und Auftrittstraining. Vor einigen Jahren hast du zudem dann noch eine Ausbildung zum Coach absolviert und dadurch deine vielen Kompetenzbereiche um die Fähigkeit des Coachings erweitert. Und das ist ein weiterer Grund, warum wir dich eingeladen haben. Unsere Wege, deiner und meine, haben sich sehr häufig gekreuzt, als Kolleginnen im Nationaltheater Mannheim, aber auch in Straßburg, glaube ich, in einer dann sehr erquicklichen Lehrer-Schüler-Kombination. Ich war natürlich die Schülerin und jetzt auch noch als aktive ehrenamtliche Gründungsmitglieder von Kreativ Musiktheater Stands Up e.V. Also nochmal ein herzliches Willkommen. Hallo Susanne. Und es ist immer schön, dich in allen Funktionen wiederzutreffen. Ja, manchmal wird es so schwierig, welchen Hut hat man heute auf? Das finde ich ja manchmal gar nicht so leicht, um ehrlich zu sein. Heute haben wir dich haben wir dir den Hut der Mentorin und Coach aufgesetzt. Wir haben aber vorher noch so ein etabliertes Ritual, in dem wir unsere Gesprächspartnerin immer mit ein paar Gegensatzfragen konfrontieren. Frauke, willst du mal mit dem Konfrontieren anfangen? Meine große Stärke. Weltreise oder regionale Entdeckungsfahrt? Weltreise. Morgenmuffel oder spring in den Tag?
Mittlerweile eher spring in den Tag. Boah, es ist kaum auszuhalten. Ey. Das sagen fast alle. Ich finde es unerträglich. Warte mal, bis du älter wirst und weniger Schlaf brauchst. Party oder einsame Hütte? Einsame Hütte. Kohlenhydrate oder Omega-3-Fette? Beides. Sehr gesund. Ebbe oder Flut? Ebbe. Warum? Weil man dann besser gucken kann, was was sie alles im Watt findet. Okay. Naja, Menschen, die in so ein Mentoring oder in ein Coaching kommen, die fühlen sich ja auch, haben ja häufig auch so eine Art Ebbe oder Leere in ihrem Gemüt. Aber vielleicht klären wir erstmal den Begriff Mentoring überhaupt und was wir da drunter verstehen. Ja, also es gibt, ich würde gerne drei Begriffe gegeneinander stellen. Das ist die Therapie, Coaching und Mentoring. Okay. Die Therapie ist ein geschützter Begriff. Coaching und Mentoring sind ungeschützte Begriffe. Die Therapie gräbt sehr viel in der Vergangenheit. Und man geht daraus, wenn es ein guter Therapeut ist, natürlich auch gestärkt für die Gegenwart hervor. Das Coaching, und ich spreche hier vom zertifizierten systemischen Coaching, setzt in der Gegenwart an und hilft, aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen. Ob das berufliche Situationen sind oder private Situationen, was man im Coaching lernt, sind Werkzeuge, um die Menschen, die zum Coaching kommen, um denen zu helfen, dass sie sich selber weiterhelfen können. Also es geht nicht darum, jemanden zu beraten. Das ist die große Herausforderung als Coach, zu lernen, sich zurückzuhalten und nicht in den Beratermodus zu kippen, sondern wirklich mit Fragen dem anderen zu helfen, wie er oder sie sich selber helfen kann. Das Mentoring dagegen beruht auf einer großen Erfahrung und hier kann ich aus meinem Erfahrungsschatz auch Ratschläge geben. Eigentlich ist ja der Mentor, wenn wir in die griechische Mythologie schauen, so der väterliche Freund. Und das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber also Coaching, es kann sich auch, das hat sich auch jetzt eingebürgert im Musiktheater, das ist auch vollkommen okay, dass Pianisten, die mit Sängern arbeiten, die nennen sich Vocal Coach. Das hat mit systemischem Coaching natürlich überhaupt nichts zu tun. Hm. Aber das macht ja nichts. Der Begriff ist ungeschützt. Es muss einem nur klar sein, was man möchte. Also wenn ich ein Coaching suche als Lebenshilfe, dann wäre es gut, wenn ich nach einem zertifizierten Coach Ausschau halte, weil das ist eine zweijährige Ausbildung, die auch ziemlich, also die sehr viel Spaß macht, aber auch ziemlich anspruchsvoll ist. Und das Eingemachte geht, denke ich, auch mit sich selbst wahrscheinlich, ja, auch, oder? Sehr. Ja. Also ich hätte mir gewünscht, ich hätte das früher gemacht, auch für meine Arbeit an der Hochschule. Und ich glaube, Menschen, die das früher machen, die das machen, bevor sie irgendwo Professorin oder Professor werden, tun sich leichter im Hochschuldickicht. Das jetzt mal als toller Hinweis. Bemerkt. Ja. Okay, und was würdest du sagen, macht ein, also gut, dann vereinbaren wir jetzt den Begriff Coaching. Ja. Was macht einen guten Coach aus? Einen guten Coach macht aus, dass er seinem Gegenüber sehr, sehr viel Raum lässt. Ein guter Coach muss auch Stille aushalten können, Gesprächspausen, und dann gucken, welches der Werkzeuge, die er oder sie im Werkzeugkasten hat, auf diesen Menschen passen könnte. Das Wichtige ist, dass man im Kopf unglaublich flexibel bleibt und
Man weiß nie, wohin es geht. Sehr oft ist es so, dass das Problem in den ersten 5 Minuten auf dem Tisch liegt oder in den ersten 2, aber nicht als Problem angesprochen wird. Es gibt aber auch Leute, die nennt man im Coaching die Türschwellenkandidaten, die dann eigentlich beim Rausgehen damit um die Ecke kommen, weswegen sie eigentlich Hilfe bräuchten. Mhm. Super spannend. Mhm. Und ein gutes Coaching, also das dauert 2 Stunden und eigentlich können die Leute danach selber wieder ganz gut klarkommen. Also ein Coaching dauert viel kürzer als jetzt eine Therapie. Mhm. Okay, ich bin gerade noch so ein bisschen, ich hänge noch an den Begrifflichkeiten. Mhm. Also ich rede jetzt mal von mir. Ich hätte mir sehr oft einen Mentor, eine Mentorin gewünscht, die mich an mancher Stelle an der Hand nimmt und vielleicht mich auch nicht irgendwo reinlaufen lässt, wo ich natürlich erstmal volle Kanne reinrenne. Und ich versuche gerade noch den Unterschied des zu dir kommenden einmal für ein Mentoring, für eine mentorische Hilfe und einmal für eine Coaching-Hilfe. Wo ist denn da der Unterschied? Ich habe den Eindruck, bei einem Mentoring weiß man eigentlich, was man will und sucht eher Unterstützung, wie man da hinkommen kann aus einer persönlichen Erfahrung heraus, peer-to-peer, übergenerational, keine Ahnung, was da noch alles für Begrifflichkeiten eine Rolle mitspielen. Ja. Und beim Coaching versuche ich erstmal rauszukriegen, was ich will. Oder? Ja, oft wissen die Leute das auch schon. Also als wenn jemand ins Coaching kommt zu mir, dann gibt es auch manchmal den Moment, wo ich sage, ich wechsle mal gerade in den Beratermodus, wenn wir über jetzt, was weiß ich, über Karriereschritte sprechen. Wenn jemand mich anschreibt und er möchte ein Coaching, weil und er eigentlich nur eine Beratung möchte, nämlich wie komme ich an Agenturen, also wenn ich eine Info, als Mentor gebe ich Infos weiter. Ja. Als Coach gucke ich, dass mein Gegenüber selber da drauf kommt. Und also zum eigentlich passiert das Mentoring passiert das Mentoring, wenn ich jetzt einen längeren Kurs gebe. Also die Pariser Oper hat mich jetzt auch mehrmals im Jahr gebucht und da bin ich dann immer eine ganze Woche. Wenn man eine ganze Woche da ist, dann kann man auch mal nicht über Musik und über Gesangstechnik sprechen, sondern sagen, wo soll denn deine Reise hingehen? Wo siehst du dich? Also ich denke, deine Stärke könnte so und so sein. Was soll denn in deiner Repertoire-Schublade liegen? Das ist ein ganz, Mentoring ist sehr konkret. Ich habe, als ich noch an der Hochschule in Frankfurt unterrichtet habe, die Leute, die an Häuser kamen, wo ich Kollegen kannten, habe ich versucht zusammenzubringen. Ich weiß, als der Björn Bürger an die Frankfurter Oper engagiert wurde, habe ich den Johannes Martin Krenzler angerufen und habe gesagt, hör mal, könntest du dem zur Seite stehen? Und habe zu Björn gesagt, trefft euch einfach mal zum Kaffee und immer wenn du Probleme hast, bitte frag erst Martin, ehe du irgendwas Unüberlegtes selber tust. Und das war ein sehr... also eine sehr gute Art von Mentoring. Und ich würde mir das auch wünschen, dass zum Beispiel in Opernstudios nicht nur die Opernstudioleiter, die ja oft selber noch jung sind, sondern auch erfahrene Kollegen sich als Mentoren one-to-one oder one-to-two zur Verfügung stellen, als Ansprechpartner. Das heißt ja nicht, dass man jede Woche stundenlang miteinander sprechen muss, aber dass jemand da ist. Also bei mir war das noch so am Nationaltheater Mannheim, da waren immer, wir hatten Leute, die waren da 20 Jahre noch im Ensemble, ja. Die hatten einfach diese Funktion. Man wusste genau, wenn es irgendwo hakt, kann ich mich an die wenden. Toll. Ja, und das ist so ein bisschen verloren gegangen vielleicht auch. Aber was ist denn für dich als Coach oder Mentorin die Herausforderung in dieser Funktion? Welchen Herausforderungen siehst du dich gegenüber?
mich zurückzuhalten, auch im Reden, und erstmal gucken, also den Menschen zu verstehen, in einer Art von Zeitraffer. Wer ist derjenige? Weil bevor ich jemandem zu einer großen Karriere rate oder berate, wie er oder sie dahin kommen könnte, gesetzt der Fall, die Voraussetzungen stimmlicher und künstlerischer Art sind da, sollte ich mich damit beschäftigen, will der überhaupt? Ist das jemand, der gerne an einem Ort bleibt, oder ist das jemand, der gerne und damit leben kann, dauernd Koffer zu packen und im Hotel alleine zu sitzen und nicht feiern zu gehen, sondern gleich ins Bett und weil übermorgen die nächste Vorstellung ist? Ist es jemand, der leidet, wenn er oder sie seine Familie nicht sieht? Das sind alles Fragen, die man dann zusammen erörtern kann und wieder die Leute dazu bringt, dass sie selber dann weiterdenken können und auch Lösungen finden. Ne? Hedwig, magst du uns nochmal einen Unterschied, also alles, was du mir gerade oder uns gerade erzählst, hat für mich ja auch zum Beispiel, ich unterrichte selber, das heißt in der Lehre, aber wo ist denn da auch dieser Grad zur Lehre, wenn es eben, ich sehe mich in meiner Funktion eben nicht nur da Studierenden szenische Vorgänge oder Befähigung, szenisch auf der Bühne zu agieren und zu arbeiten, sondern durchaus auch mit ihnen gemeinsam zu gucken, sich einzuordnen und so eine, toll. Es klingt doof, aber vielleicht auch eine Demut dem Geschäft gegenüber und sich selber ein Stück weit in Reflexion zu setzen, zu den eigenen Erwartungen, zu dem, was mich erwartet, um das immer so ein Stück weit abzugleichen. Ist das eine Aufgabe eines Lehrers nicht eigentlich auch ein Stück? Ja, ich finde schon, aber man muss natürlich immer schauen, dass man den Leuten nichts überstülpt, ja, sondern dass das Verhältnis auf so viel Vertrauen beruht, dass so eine Arbeit zugelassen werden kann. Es gibt ja auch so Kollegen, die gerne mal in der ersten Stunde kommen und sagen, jetzt sage ich euch mal, wie es geht. Also davon sprechen wir ja nicht. Nee. Aber ich glaube, wenn ein Vertrauensverhältnis nach ein paar Wochen zusammenarbeiten oder Monaten belastbar genug ist, dass ich sowas einbauen kann, sind die Leute auch immer sehr dankbar. Klar. Okay. Es ist immer, glaube ich, ein großes Thema Nähe und Distanz, gerade absolut, in diesen künstlerischen Bereichen, wo man sich eben physisch und psychisch nahe kommt und auch irgendwie, das bedingt auch dieses gemeinsame Arbeiten. Das ist ein großes Thema, finde ich, dass man nicht übergriffig wird. Ja, absolut. Und dass man auch versteht, wir sind weder die Eltern unserer Studierenden noch deren Freunde. Und dass man sich das wirklich immer vor Augen hält. Das ist ganz wichtig, weil das ganz, ganz schnell kippen sonst. Das finde ich eine tolle Aussage. Also auch für unsere Zuhörerinnen, finde ich, total. Kann man sich sehr gut dran orientieren, für sich selber auch. Ne? Entschuldigung, Frauke. Muss man ab und zu sich mal wieder sagen. Die haben Eltern, und also in der Regel, und eigentlich auch Freunde. Und das ist, also ich finde auch, man kann natürlich mal mit seinen Studenten was trinken gehen, aber wenn es zu nah zusammenhängt und sich irgendwie ungut vorstellt, dann nee. Wie finde ich denn aber, vorausgesetzt, ich suche jemanden, der mir Ratschläge gibt, der mich unterstützt, wie finde ich denn einen guten Mentor? Wo sind die denn? Ich glaube, was auf jeden Fall Mentoren ausmacht, ist die Erfahrung im eigenen Bereich, in dem Bereich, in dem ich was suche. Und dann muss ich gucken, wenn ich jetzt als junge Regisseurin schaue, wer führt denn Regie und wer hat auch den Ruf, menschlich so integer zu sein, dass ich gerne mit dem Menschen Kontakt hätte, dann versuchen.
Und Coach, wie finde ich einen guten Coach? Der Begriff ist nicht geschützt. Ja. Das ist also gerade in unserem Bereich stelle ich mir schwierig vor. Nach zertifiziertem Coaching. Ich glaube, das ist sehr viel Recherche im Internet gucken. Also erstmal zu schauen, was ist es überhaupt? Mich hat jetzt ein früherer Student angeschrieben und hat gesagt, er glaubt, er braucht einen guten Therapeuten. Und dann kannte ich den aber so ein bisschen und auch seine Vorgeschichte und habe gesagt, ich könnte mir vorstellen, du brauchst einen guten Coach, weil durchtherapiert bist du absolut, aber jemand, der dir hilft, dein heutiges Leben zu sortieren, und habe ihn an einen Kollegen verwiesen. Keine Ahnung, ob die jetzt zusammengekommen sind, aber ich denke ja. Man muss es probieren. Ja, man muss vielleicht auch den Mut haben, darüber zu sprechen. Und das ist ja, das möchte man sehr oft in so einer Situation nicht, auch in unserer Branche. Ich finde, das darf man auch nochmal sagen, dass das ja immer noch ein Tabuthema ist, auch dass man mit gewissen Dingen einfach Probleme hat und vielleicht nicht so funktioniert wie dieser Leistungssport, das von einem abverlangt. Und hiermit auch nochmal der Aufruf, dass wir kochen alle mit Wasser und redet darüber. Ganz wichtig ist auch, dass, also Coaching ist absolut diskret. Niemand darf erfahren oder wird erfahren bei einem guten Coach, wer im Coaching war und schon mal gar nicht, über was gesprochen wurde. Mhm. Das ist Schweigepflicht. Absolut. Also das bleibt, ja, das ist wie eine ärztliche Schweigepflicht, sonst verliert man auch seine Lizenz, und das auch. Richtig. Mhm. Mhm. Man kann unter Coaches dann versuchen, eine Intervision zu sagen, ich habe ein Problem, aber auch ohne Namen zu nennen und einfach einen Fall diskutieren. Und ich habe einen Kollegen, mit dem ich mich regelmäßig austausche und sage, was würdest du da machen? Aber das Ganze bleibt absolut verschlossen. Wir reden jetzt ja immer über den oder die Coachin. Was ist denn eigentlich die Erwartung oder die Herausforderung für die andere Seite? Also was sind die Aufgaben und auch Notwendigkeiten, die ein Mentee, also in Sachen Mentorenschaft, leisten sollte? Oder aber auch bei einem Coach? Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Bei dem einen bezahle ich, absolut, bei dem anderen nicht. Was sind da die Erwartungen jeweils an Mentees, wie heißt das bei den Coaches? Coaches. Coachy auch. Ah, Coachy. Okay. Coachy. Also, Entschuldigung. Was man vom Coachy erwartet, ist, dass oft wissen die Leute gar nicht so ganz genau, warum sie kommen, fühlen sich aber nicht gut. Und dann findet man sehr, sehr oft den Grund, warum man blockiert ist oder wo es nicht weitergeht, nicht unbedingt in dem, was die Leute meinen, sondern sind andere Dinge, die noch erledigt werden müssen, kommen dann raus. Also dazu brauche ich aber wirklich eine Ausbildung und muss das irgendwie auch leiten können. Als Mentorin, ja, würde ich mir wünschen, dass die Menschen genug Vertrauen haben, sich Rat zu holen. Und dann muss ich als Mentor aber auch damit leben können, wenn die den nun gar nicht umsetzen. Das ist ja wie mit Eltern und Kindern. Die schlechten Erfahrungen muss man eigentlich immer selber machen, bis das man sie glaubt. Na, ich frage das aus einem ganz blöden Grund. Also wir kennen ja alles dieses Mentorenprogramm vom Deutschen Kulturrat, ne? Also Susanne, du bist ja da auch Mentee, glaube ich, gewesen. Und da gibt's ja wie ein Mentee-Vertrag, also irgendwie eine Absprache, wie viele Stunden, wo, mit welchen Aufgaben, fast wie eine Leistungsvereinbarung, ein Stück weit. Ist das üblich? Ist das sinnvoll?
Ich kenne das nicht, aber ich meine, das haben ja keine blöden Leute entwickelt. Wie war das denn für dich, Susanne? Ja, also ich habe das als sehr gut empfunden, weil es eben beide auch so ein bisschen in die Pflicht nimmt und man vorher vereinbart, welchen Umfang es hat, aber auch, was die Themen sind, die man bearbeiten will. Und das wiederum hilft dann im Nachhinein, weil das ja sehr zeitlich begrenzt ist, auch zu evaluieren, ob das, was man sich vorher vorgenommen hat, auch zu einem Ergebnis geführt hat. Und insofern habe ich das als sehr angenehm empfunden. Es reißt einem aber auch keiner den Kopf ab, wenn es nicht so war. Also man konnte durchaus auch hinterher sagen, es hat überhaupt nicht funktioniert und es ist noch nicht mal zu Vereinbarungen gekommen oder. Ja? Ja. Es war einfach nur ein Werkzeug, um in irgendeiner Form Vereinbarungen zu treffen, was ja an sich eine gute Sache ist. Genau. Also ich denke auch, Mentoring ist viel konkreter als Coaching, weil beim Mentoring habe ich ganz bestimmte Fragen und beim Coaching kann ich als erfahrener Coach noch andere Fässer aufmachen, die dann schlussendlich der Grundfrage weiterhelfen. Das sollte ich jetzt im Mentoring nicht tun. Wie schützt man sich denn davor jetzt in so einer, also als Lehrer oder sage ich mal als jemand, der wie jetzt im Exzellenzlabor, wo ja auch schon sehr gestandene Leute kommen als Zielgruppe, wenn ich das richtig sage, wie schütze ich mich davor aus dieser Mentoring-Position, die du ja wahrscheinlich dann da einnimmst, nicht in ein Coaching zu verfallen? Also im Exzellenzlabor ist es so, dass ich für Auftrittstraining und für Mentaltraining zwei andere Spezialisten engagiert habe. Ich mache das gar nicht. Ich mache da deutsche Stilistik, ich mache Gesangstechnik und gucke, dass der Laden läuft und moderiere so ein bisschen abends die Gesprächsrunden und erzähle vielleicht was über den Umgang mit Agenturen. Aber ich habe ganz bewusst mache ich kein Mentaltraining für die Leute im Exzellenzlabor. Sonst, also ich würde das auch inflationär finden. Das ist ja nicht die Hedwig Fassbinder-Show. Ja. Es geht wirklich darum, dass unglaublich gute Spezialisten mit diesen 16 jungen Menschen zusammenarbeiten. Aber das würde es auch zeitlich nicht hingehen, das Puzzle. Mhm. Also das, was du gerade ansprichst, finde ich ja nochmal so einen ganz wichtigen Punkt. Das ist ja was relativ leicht bei Mentoren, wie sagt man, Beziehungen passieren kann. Ne? Also dass auch aus einer Eitelkeit heraus, aus einem eigenen Bedürfnis heraus, da plötzlich diese Balance auch nicht mehr stimmt. Und also ich habe es zum Beispiel erlebt, dass ich hatte mal für einen kurzen Moment eine Mentorin, die ich wahnsinnig geschätzt habe, die aber ganz furchtbar enttäuscht war, weil ich ihrem Rat nicht nachgekommen bin, alles hinzuschmeißen und ein Start-up zu gründen. So. Danke. Also Enttäuschung ist ein Begriff, der hat weder im Mentoring noch im Coaching irgendwas zu suchen. Dafür sind die Eltern da. Ja, in dem Moment, wo ich sage, ich bin enttäuscht, habe ich die Person und die Funktion durcheinander geworfen, beziehungsweise verwechselt. Also wenn ich sowas mache, das gilt für Mentoring und Coaching, dann bin ich in einer Funktion unterwegs und nicht als Person. Das heißt nicht, dass man sich nicht gut leiden mag. Ja, ja, total. Aber sowas wie Enttäuschung, wenn ein Mentor sagt, er ist enttäuscht, dann ist das finde ich total verfehlt. Das finde ich total wichtig, dass du das sagst, weil das ist natürlich auch was, also ich bin, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, ich gehöre ja noch zu der etwas jüngeren Generation. Ja, tust du. Und so ist das. Und ich wäre manchmal wahnsinnig dankbar über auch mal eine Mentorin oder einen Mentor, der mir zur Seite steht, weil ich rutsche sehr oft in diese Funktion mittlerweile für andere. Aber eben diese Angst zu enttäuschen, selbst einen Mentor, das ist auch was einen selber natürlich total zurücknimmt, wo man dann eben vielleicht auch nicht auf eine Suche geht, wo man vielleicht auch erstmal sich auch eher zurückhält und lieber doch die Finger davon lässt. Und weil man will ja auch nichts kaputt machen. Ne? Also das ist vielleicht ein guter Hinweis auch an unsere ZuhörerInnen,
dass man das sehr klar hat, dass, wie du sagst, Enttäuschung da überhaupt nichts zu suchen hat, ne? Also es muss, deshalb ist, ja, für Mentoren, da wächst man so rein. Aber so ein paar Gedanken muss man sich einfach drüber machen. Und dafür, also hat mir auch die Coaching-Ausbildung sehr geholfen. Einfach so, das ist der Grundpfeiler des Coachings, wie auch des Mentorings, ist, dass ich nicht die Person und die Funktion verwechsle, sondern dass ich immer weiß, hier spricht meine Funktion. Natürlich durch meine Person, also. Aber nicht, es geht hier nicht um Liebe, und damit auch nicht um Enttäuschung. Es wird nicht auf die Beziehungsebene. Es darf nicht auf die Beziehungsebene kommen. Und das passiert ja sehr häufig. Das ist auch ein bisschen ein Branchenphänomen bei uns, ne? Eben weil Nähe und Distanz so schwierig zu handhaben ist, wird es oft sehr schnell auf eine Beziehungsebene gehoben und dadurch wird es schwierig. Wie könnte man auch, Entschuldigung, dass ich dazwischen fahre. Nee, das ist ja auch in der Hochschule, wenn jemand den Lehrer wechselt, dann gibt's Leute, die stürzen sich in den Fluss, also im übertragenen Sinne. Wenn man da eine professionelle Distanz gewahrt hat von vornherein, dann kann man das vielleicht nicht prickelnd finden, aber dann kann man damit umgehen. Es geht ja nicht um uns, es geht ja um die anderen. Das ist total spannend. Also das finde ich gerade total spannend. Bei mir ist das passiert, jetzt gerade. Mhm. Ja. Und ja, natürlich juckt es mich nicht so als Privatperson, aber es juckt mich eigentlich unglaublich auf einer professionellen Ebene, weil ich weiß, da entzieht sich jemand einem professionellen Miteinander und sucht jetzt gerade so einen Weg des geringeren Widerstandes, weil es zu vielleicht zu viel gefordert, zu viel gewollt, keine Ahnung. Und das ist schon, und aber interessanterweise wurde es von meinem Gegenüber permanent auf die Beziehungsebene runtergeschoben und dann sich da rauszuziehen, das ist wahnsinnig schwierig. Unglaublich, also wirklich kompliziert. Aber die Frage ist ja auch, wenn jemand wechseln will, ich hatte einen älteren Kollegen, der Karl Markus, der immer gesagt hat, Reisende soll man nicht aufhalten. Genau. Ja, das fand ich sehr schön. Die Frage ist ja auch, wenn jemand wechseln möchte, dann stimmt ja irgendwas nicht. Und die Frage ist auch, muss ich mich an jemandem abarbeiten, wenn das ein anderer Kollege vielleicht besser hinkriegt? Okay. Du, das habe ich für mich auch entschieden. Ich habe gesagt, wenn du das machen willst, auf geht's. Ich habe eine persönliche Haltung. Ich ahne, wo das hingeht, aber das soll mir egal sein an der Stelle. Das muss ich dann leider auch sagen. Mhm. Ja, kann man denn, wenn man in so einer Beziehung sitzt, also du bist ja einfach schon viele Jahre erfahren, sowohl in der Hochschule als auch im Coaching, als auch im Mentoring. Wie kann man, wenn man solche Tendenzen spürt, wie kann man eingreifen und was sollte man tun, dass man vielleicht doch noch weiter miteinander arbeiten kann, dass man diese Enttäuschung abbiegen kann? Müsste das vom Menti oder vom Coachi ausgehen oder eher von der erfahrenen Führungsperson? Ja. Ah, okay. Ich denke schon. Okay. Ich denke schon, weil das ist ja, ich meine, wie viel Mut muss jemand zusammennehmen, um zu sagen, dass er oder sie den Lehrer wechseln möchte? Das braucht eine Menge Mut. Und ich glaube, da muss dann das Gegenüber so viel Größe haben und so viel Geschicklichkeit, das wieder auf eine normale Arbeitsbasis zu bringen. Also führt man dann auch so eine Art, also jetzt sehen wir müssen immer ein bisschen gucken, in welcher Räumlichkeit befinden wir uns jetzt gerade. Jetzt sind wir eigentlich so im Lehrer-Mentoren-Modus gerade. Wenn wir jetzt sagen, wir merken, dass diese Zusammenarbeit aus welchen Gründen auch immer mit diesem Menschen nicht so fruchtbar ist und auch der Mensch selber sich vielleicht nicht so wohl bei mir und mit mir fühlt, spreche ich das dann als Mentorin an und sage, oder mache ich regelmäßig vielleicht sogar solche Gespräche? Wie handhabt man das am besten? Also ich habe ab und zu während der Hochschulzeit immer so eine Art Semestergespräch dann geführt. Oft gab es gar nichts zu sagen, sondern wir hatten es schön miteinander. Aber wenn ich das Gefühl gehabt habe, jemand kommt
unter meiner Anleitung, unter meiner gesangspädagogischen Anleitung nicht weiter. Dann hab ich das Gespräch gesucht und nicht gewartet, bis die armen Studierenden all ihren Mut zusammenkratzen. Mhm. Hab gesagt, ich finde, dass wir gemeinsam nicht so weit kommen, wie du jetzt eigentlich sein müsstest. Mhm. Und wir versuchen das. Ich habe mal einmal, weiß ich, jemandem gesagt, du, wir stehen jetzt seit 6 Wochen vor der geschlossenen Tür. Wir geben uns jetzt noch 3 Wochen. Und wenn sie dann nicht aufgeht, dann überlegen wir, ob jemand anders besser mit dir arbeiten kann. Und das braucht natürlich auch ein bisschen Mut vom Lehrenden. Aber also so viel, sorry, Eier muss man da noch haben. Ist denn die Tür dann aufgegangen in 3 Wochen? Ja. Ja, ja. Echt? Ja, logisch. Naja, logisch. Wow. In dem Moment, wo man es anspricht und wo man es hätte aber auch nicht sein können. Aber, ja, da bin ich ja relativ einfach strukturiert bei sowas. In dem Moment, wo man es anspricht und wo man es, wo man den Druck rauszieht, glaube ich, geht halt dann doch wieder relativ viel. Ich werde das nie vergessen, als ich mit Hedwig damals Zerlina einstudiert habe. Also für einen Mezzosopran echt ein Horrortrip. Und dann haben wir diese hohe Stelle geübt und da hat sie gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast, klingt doch gut. Und habe ich gesagt, ja, aber es fühlt sich schrecklich an. Da hat sie gesagt, wie wohl fühlen willst du dich dabei auch noch? Das kannst du knicken. Und damit war eben Druck rausnehmen, ne? Das war wie, okay, das kann ich nicht erreichen, das muss ich auch nicht erreichen. Kleine Anekdote. Naja, aber das ist natürlich auch, finde ich, also da sprichst du meines Erachtens ein Grundthema an, ne? Also wir sind ja in unserem Geschäft, es ist ja immer alles sehr authentisch und ganz ehrlich und man muss sich ganz wohl fühlen und man muss total. Ja miteinander und also da ist ja ganz viel, also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, auch ganz viel Scheißdreck dabei, ne? Also und auch diese das ist Arbeit, Punkt. Es ist eine Lohnarbeit. So. Man muss sich auch nicht immer wohlfühlen. Man muss sich nicht immer wohlfühlen, man muss sich auch nicht immer einfach mögen. Seinen Job machen. Voilà. So, und das ist natürlich dann auch so ein Punkt, ne? Wenn das dann auch immer noch, ich sag mal, formuliert wird und gefordert wird, ob nun von Führungsebenen, von künstlerischen Teams, man muss sich gut mögen und miteinander und bla und so diese ganze Nummer. Da kommt man natürlich in so ein Delta, ne? Also in so eine, ich möchte aber gerne nach Hause und mit meiner Familie zu Abend essen. Ich möchte jetzt nicht mit euch noch da rumhängen. Ich mache jetzt meinen Job. Ja, es gefällt mir alles überhaupt nicht, was du von mir willst, aber ich mache das. Ja, nur wenn es dann auf die Stimme fällt, muss man reden. Das geht natürlich alles nicht. Ja, aber ich glaube, dass wir müssen es schaffen, dass dieses Delta verschwindet, kleiner wird. Es muss nicht alles deckungsgleich sein und es muss nicht alles funktionieren. Und ich glaube, das ist was vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, also gerade auch mit Präsentation, Social Media und wir Engagements und Gast sein und da. Also da baut man ja so ein ganzes Gefäß. Ja, und absolut. Es geht immer um das eine und dann sind da so viele, vielleicht ist es aber auch manchmal ganz gut, da habe ich das, da habe ich das, da habe ich diese Rolle und da habe ich diesen Hut auf. Absolut. Und das ist vielleicht was wir damit auch weitergeben können. So, also ne? Ein Mentoring-Rat. Ja, also das hilft einfach, es hilft immer professionell zu sein. Ja. Ne? Und auch Technik zu haben. Handwerk. Natürlich fühle ich mich doof, wenn meine Technik nicht reicht für die Partie, die ich jetzt singe. Und natürlich ist dann immer der Regisseur schuld oder die Regisseurin. Klar, aber eigentlich habe ich Probleme mit dem Ding. Das möchte ich nicht so offen zugeben. Und dann suche ich mir einen Grund. Besser ist es, ich suche mir jemanden, der die technischen Ecken mit mir lösen kann. Dann bin ich auf jeden Fall grundentspannter. Also wir suchen immer erstmal nach unseren eigenen Schwächen in Anführungszeichen und ja, und die dürfen dann auch mal da sein. Die so. Dürfen ja, unbedingt mein das, Reden das raus damit. Ich ja. Das ja. Ist halt so. Punkt. Wir sind nicht perfekt.
Also nee, ich hasse Social Media. So, jeder erzählt mir, ich muss Social Media. Macht es einfach keinen Spaß. Punkt. Ich würde ohne Social Media würde niemand ins Exzellenzlabor kommen. Ich habe nicht die Wahl. Ja, ihr seid da Vollprofis. Da bin ich nicht professionell. Ich sage aber nicht, dass ich das mag. Aber jetzt sag doch mal zum Abschluss noch, wann das Exzellenzlabor ist. Ist das schon ab vorbei, die Bewerbungsfrist? Oder? Nee, die Bewerbungsfrist bis 31. Mai. Es gibt eine Website dazu, exzellenzlabor.de. Und es ist sehr anspruchsvoll, da reinzukommen. Man muss sich tatsächlich bewerben. Aber wer es reinschafft, hat auch was davon. Es ist nur was für Leute, die schon ziemlich weit sind. Die müssen sehr belastbar sein. Und weil man muss uns ja auch aushalten. Aber wenn man einmal drin ist, dann ist es toll. Bewerbungsfrist bis 31. Mai. Und das ganze Ding steigt vom 19. bis 29. August. Okay, damit würde ich sagen, beenden wir unser schönes Gespräch. Vielen war Dank uns ein Vergnügen. Ja, mir auch. Tschüss. Tschüss, danke. Das war der Marktstand, Podcast für kunstunternehmerisches Risiko mit Professor Hedwig Fassbender. Der Marktstand. Fragen. Antworten. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Drei Dinge sind uns zum Abschluss noch besonders wichtig. Erstens, wenn dich Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder vielleicht zu dem gesamten Podcast umtreiben, scheue dich bitte nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Du erreichst uns unter susanne@die-marktfrau.com oder post@fraukemeier.art. Zweitens, wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte unseren Podcast gerne auf iTunes, um ihn somit für andere sichtbar zu machen. Drittens, noch besser, abonniere ihn direkt, somit verpasst du gar keine Folge mehr. Und übrigens, eine Empfehlung wäre auch nicht schlecht. Du findest unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns aufs nächste Mal, du hoffentlich auch. Alles Liebe, Susanne und Frauke.